Ja, willkommen zurück zu Final Fantasy 8 und wir stehen hier vor dem Balam Garden. Und was ist das? Ja, da ist einmal der. Ne, Moment, wir stehen vor Balam, genau. Balam Garden hier neben uns. Und das, was da so auf dem Wasser schwebt, ist der Galbadia Garden. Was macht der denn hier? Ja, das überprüfen wir mal. Unsere nächste Aufgabe ist ja, im Balam uns zu entschuldigen, dass wir die Stadt fast gerammt haben. Also ich höre hier auf meinen Ohren auch nur den halben Sound irgendwie. Ich hoffe, dass ihr alles hört. Also bei mir fehlen zum Beispiel die Schritte. Ich höre die Schritte der Leute gar nicht. Ich hoffe, ihr könnt dies hören. Okay, hier steht auch ein Auto. Ah. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Oh, da ist ein Galbadier-Soldat. Aha, diese Stadt wird im Namen der Hexe Edea gesperrt. Ohne Erlaubnis darf niemand durch. Es wird einige Tage so bleiben. Wenn die Stadt komplett durchsucht ist, seid ihr dran. Wartet hier. Ah, okay, ja. Hey, wie sieht's denn da drinnen aus? Ja, der will nicht reden. Hey, wie sieht's denn drinnen aus? Ja. Ich bin noch mit der Frau hier. Was soll ich tun? Was passiert mit der Stadt? Wann können wir wieder hinein? Hätte ich bloß meine Tochter mitgenommen. Ich hoffe, dass sie zu Hause brav ist. Der Mann? Seit Tagen ist die Stadt gesperrt. Unsere Tochter wartet auf uns, aber wir können nichts machen. Die Hexe hat Soldaten hierher entsandt. Heißt das, dass die Welt von vor ihr kapituliert hat? Boom, okay, warum läuft ihr herum? Verdächtig. Ah, okay. Was suchen die Galbadianer in der Stadt? Was ist mit euch? Seid ihr Einwohner? Jo, ihr könnt doch wenigstens die Einwohner reinlassen, oder? Betreten verboten heißt, dass niemand hinein oder hinaus darf. Verstehst du, was ich sage? Hä? Willst du mich verarschen? Was ist? Was wollt ihr noch? Du sagtest, dass die Stadt gesperrt ist. Das heißt doch, dass auch der Informationsaustausch gestoppt ist. Schade, wir hätten Infos über Elione. Was? Elio... Stopp! Erzähl los, ihr kennt Elione? Ich bin mir noch nicht sicher. Dazu muss ich in der Stadt etwas nachprüfen. Lasst uns also rein. Wenn ihr etwas herausgefunden habt, berichtet das dem Kommandeur im Hotel. Ihr werdet dann bestimmt reichlich belohnt werden. Ganz schön gewitzt, dieser Squall. Das Team war doch schon fertig. Ah, ihr seht jetzt nochmal an der HP unserer Leute. Die sind nochmal einen Ticken stärker geworden als beim letzten Mal. Aber eigentlich hatte ich doch Rinoa drin, warum? Egal. Ja. So. Das übliche Team, wie immer, kehrt hier ein. Ich würde aber sagen, wir gehen als erstmal nach zu Xell nach Hause. Zu Xell nach Hause, nach Xells Haus. Egal, zu Xells Haus. Ach, ist mir scheißegal. Falsches Haus. Natürlich das, was eins unten drunter ist, hier. Bin zu Hause. Huch. Okay, die Mutter ist nicht da. Alles okay, Mutter? Xell, wie bist du reingekommen? Wir haben einfach erzählt, dass wir einige Infos über Elione haben. Das war's. Puh, ich dachte schon, dass du die Soldaten verprügelt hast. Die Hexe würde diese Stadt zerstören, wenn es hier zu Unruhen kommt. Das sagen die Galbadianer. Ist die Hexe Edea in der Stadt? Ich sah auf jeden Fall eine Frau mit einer Augenklappe und grauen Haaren. Fujin? Sie ist also hier. Lass mich einfach ran. Ich werde sie vertreiben. Ist Cypher auch hier?
Sie sollten die Stadt für einige Tage abriegeln. Sie wollten, genau. Aber ich glaube ihnen nicht. Die ganze Stadt ist genervt. Sowohl wir als auch die Soldaten. Okay. Also wir wissen auf jeden Fall, dass Fujin jetzt hier ist. Okay, Edea wurde nichts gesagt. Cypher auch nicht. Reden wir mal mit dem. Wenn ihr nichts zu suchen habt, geht gefälligst nach Hause. Wenn ihr hier rumgammelt, werde ich euch verhaften. Okay. Drawpunkt Blitz auf Score. Ach so, Blitz. Ja, jetzt habe ich... Ich habe es den Leuten weggenommen, damit ich nicht unnötig Platz verschwende. Bei denen, als bei den Zaubern. Okay, der Kommandeur ist im Galbadia-Hotel. Reden wir mal mit denen. Der Kommandeur hat uns befohlen, niemanden durchzulassen. Was ist? Eine Information über Elione? Was mache ich jetzt? Schon wieder ein Gerücht? Wenn ich wieder etwas falsch mache, wird mein Sold gekürzt. Das Problem ist, dass unsere Vorgesetzten je nach Laune unseren Sold bestimmen. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Hey, wir haben wirklich nützliche Infos. Führt uns zu eurem Kommandeur. Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Fragt das unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. Okay. Jetzt die Frage, wo ist er und wie sieht er aus? Also keine Sorge, ich weiß schon, wie er heißt, aber... Oder wer es ist. Aber ich will es euch natürlich nicht sagen. Redest du oder redest du nicht? Lehrling, ich habe auf dich gewartet. Recht bitte meinen Meister. Die Galbadianer haben ihm seinen Arm gebrochen. Dabei hat er nur gefragt, was jetzt aus Balam wird. Wenn ich bloß stärker wäre. Ups, oh, jetzt rede ich auch mit ihm. Ah, okay, irgendwas hat er jetzt gesagt mit Bombe und Autos. Nein, mein Meister hat mich nicht ausgebildet, damit ich Dinge zerstöre. Okay, hier ist, glaube ich, aber noch einer. Kann ich Ihnen helfen? Wer bist du? Psst. Nicht so laut, okay? Ich wollte nur eines sagen. Falls ihr etwas über Elione wisst, erzählt es mir bitte zuerst. Im Gegensatz zu den Galbadianern werde ich euch auch dafür bezahlen. Weißt du nicht, wo der Truppenführer zurzeit ist? Wir müssen ihn finden, um mit dem Kommandeur zu reden. Der Truppenführer? Es kommt darauf an, was ihr dafür zahlt. Ich habe zurzeit drei Informationen. Nehmen wir mal die für 30.000 direkt. Vielen Dank, Gott, bist du reich. Naja, wie auch immer. Er ging zum Hafen. Ich habe ihn mit seiner Angelausrüstung gesehen. In Balam kann man doch den Balam-Fisch angeln, oder? Vielleicht will er einen fangen. Okay, das heißt... kann ich gerade frei rumlaufen? Jetzt. Das heißt, wir gehen mal zum Angelplatz hoch. Gucken, ob da irgendjemand ist, ob da was liegt, ob irgendwie Informationen oder sowas. Da ist ein Hund. Da ist ein Drawpunkt auf jeden Fall. Vita. Oh, brauche ich eigentlich auch nicht. Reden wir mal mit diesem Herrn hier. Ich suche den ganzen Tag nach etwas. Was Elione gehört, was nach Elione riecht. Reden wir mal mit dem Hund da. Reden, ja. Ich soll mit diesem Suchhund Elione finden. Aber wie soll er sie finden, wenn er ihren Geruch nicht kennt? Das kann niemals klappen. Reden wir mal mit dem hier noch. Ihr solltet froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Wenn er der will, kann sie diese Stadt im Nu auslöschen. Also nichts brauchbar. Es sind noch zwei Leute. Ich glaube, na, reden wir einfach mal. Hast du jemals den Namen Elione gehört? Ja. Ich habe eben mitgekriegt, dass Elione auf einem Schiff ist.
Sie soll angeblich von hier auf das Schiff gestiegen sein. Ein kleines Schiff würde in so einer Hafenstadt gar nicht auffallen. Was sagt sie? Ich denke, dass es diese Elione gar nicht gibt. Dass sie doch nur ein Vorwand... Moment. Das ist doch nur ein Vorwand, damit die anderen Länder angreifen können. Andererseits, warum hat die Hexe so etwas nötig? Ich hab's. Gerade weil sie denken, dass Elione noch hier ist, sind wir noch sicher. Naja, wenn die das meinen. Also wir wissen ja, dass Elione gibt, wir kennen sie ja mittlerweile. Und wir wissen auch, dass sie nicht hier ist, aber warum rennen die Leute noch hier rum? Na, wir müssen den Truppenführer finden, dann können wir zum Kommandeur. Oh mein Gott, das ist so lästig. Gehen wir mal zum Bahnhof. Vielleicht so ein... Oh, was ist mit dem los? Oh, ich habe seit gestern nichts mehr gegessen. Mein Magen ist komplett verstimmt. Gott, habe ich Hunger. Kann ich richtig gehen? Wow. Okay, gehen wir mal hier rein. Hier ist aber auch niemand.